Die Mats Datsen. Ja, die Mats Datsen. Die Mats, Mats Datsen. Die Mats Datsen Ernährung. Wer kennt sie nicht? Guten Morgen. Heute möchte ich mit euch über eine Ernährungsform sprechen, die mir an mich herangetragen wurde, was ich denn von der Mats Datsen Ernährung halte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Aber ich denke, für den einen oder anderen sicherlich interessant, dass es eine Ernährungsform gibt, die, ja, die relativ unbekannt ist, die aber irgendwo, zumindest in erster Instanz für mich, zumindest insofern interessant ist, darüber mal nachzudenken und mit den Menschen auch in Interaktion zu treten, die diese Ernährung verfolgen. Also Mats Datsen Ernährung, was ist das? Das ist, es kommt, ist eher so eine spirituelle Herangehensweise und es geht darum, dass der Sinn dieser Ernährungsform oder mit dem, was da alles assoziiert ist, da ist auch Atmung und so weiter, aber das Entscheidende ist, dass wir, dass die Macht des Geistes über die Materie kultiviert wird, auch die Macht unseres Geistes, also unser Bewusstsein in dem Kontext. Und zum einen muss man natürlich sagen, also das ist schon ganz lange, also 600 vor Christi hat, glaube ich, Zarathustra da schon Ernährung propagiert. Also schon sehr, sehr alt, und da war natürlich so der Unterschied zwischen Materie und Energie noch sehr existent. Auch diese ganze Sache Yin-Yang sagt man ja auch. Yin ist die Energie und Yang ist die Materie, die feste Materie oder andersrum, keine Ahnung. Mittlerweile wissen nicht nur Spirituelle, sondern auch Physiker, dass die ganze Welt quasi aus Energie besteht und dass es keine feste Materie in dem Sinne gibt. Das natürlich so, ja, aber man darf auch bei solchen Sachen, die sehr, sehr lange zurückliegen, auch nicht den Fehler machen, zu spitzfindig zu werden, irgendwelche Fehler rauszufinden, sondern man sollte versuchen, den Kern dieser Ernährung so ein bisschen zu erfassen und auch dieser ganzen Mats Datsen Lebensweise. Von daher ist nur mal erwähnt, diese Unbegrenztheit der Seele, die damit auch assoziiert ist, dass unser Geist mehr ist als unser Körper und dass dieser Geist eben auch individuell ist, sprich Themen wie Reinkarnation und ja, generell Individualität, also dass wir nicht alles eins sind, sondern dass wir wirklich so für uns existieren. Das ist allerdings eine Sache, der ich aus spiritueller Sicht nicht folgen kann und ja, das auch einfach mal, bevor wir genau zur Ernährung kommen, mal in den Raum gebe, um dass ihr vielleicht auch, wenn ihr eine Meinung dazu habt, das in den Kommentaren mir gleich tun könnt. Ich bin da so eher an dem Ansatz, dass wir alles ein großer Organismus sind und wir das gar nicht beurteilen können, dass unser Ego natürlich sehr wohl sich als Individuum fühlt, aber ich habe ein ganz, ganz starkes Gefühl, dass dieses eine Illusion ist. Und von daher kann ich mit diesem Grundsatz der Mats Datsen Ernährung auf spiritueller Ebene sehr wenig anfangen. Aber ich möchte die Ernährung euch heute vorstellen als Ernährung und ein bisschen was zum Konzept sagen, aber ohne da generell was werten zu wollen, sondern ich möchte das einfach nur aus meiner Sicht ja, einfach so auch mit in den Raum geben. Das ist mir einfach wichtig. Also, worum geht es denn genau in der Ernährung? Was macht die Mats Datsen Ernährung aus? Allem voran Weizen und in Vollkorn-Variante. So, damals gab es natürlich noch nicht so eine große Verarbeitung von Getreide wie heute, aber ja, generell kann man schon noch sagen, siehe auch mein Video zum Brot, dass Vollkornweizen und auch andere Vollkornprodukte rein vom gesellschaftlichen Konsens, rein von der Wissenschaft, rein von dem, was wir als gesund und ungesund bezeichnen, durchaus ein gesundes Lebensmittel ist. Ich weiß, das wird auch kontrovers diskutiert und ich möchte da auch persönlich einfach nur meine Meinung dazu sagen, dass ich Vollkorngetreide für in Rohkostform allerdings, muss ich dazu sagen, für ein sehr gesundes Lebensmittel halte. Selbst in zubereiteter Form finde ich es immer noch als ein durchaus gesundes Lebensmittel. Gesünder als zum Beispiel Milch oder Fleisch. Das auch nochmal angefügt. Ja, also das hat eine große Bedeutung in der Mats Datsen Ernährung. Das Vollkorn, damals vor allem der Weizen, das hat sich auch so ein bisschen gehalten. Ich denke, dass der Mats Datsenianer sicherlich auch kein Problem hat mit Roggen oder mit Kamut oder gut, das ist ja der Urweizen oder mit anderen Dingen. Des Weiteren,
Obst und Gemüse und da frisch verzehrt. Das heißt also nicht gekocht, sondern in Rohform. Ja, das entspricht meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ist auch unbestritten, glaube ich, dass frisches Obst und Gemüse einfach eine gesunde ein Ernährungsbestandteil ist. Für viele auch das der alleinige. Ob das dann so gut ist, lässt sich auch wieder streiten, ist nicht heute das Thema. Dann Hülsenfrüchte und vor allem werden die Hülsenfrüchte im Winter eingesetzt. Das heißt, die Mazdatzenhahn-Ernährung, die ist schon durchaus so ein bisschen realistisch, weil du hast nicht immer Obst und Gemüse zur Verfügung, auch im Winter und dann immer nur äußerst selektiv. Und da sagt halt die Mazdatzenhahn-Ernährung, sie verbindet das auch so mit der Ausscheidung von, also stofflichen Ausscheidung, energetischen Ausscheidung, dass so die Winterzeit, ja, dass da Hülsenfrüchte besser geeignet sind. Muss ich sagen, kann ich gut mit konform gehen. Die Hülsenfrüchte müssen natürlich ganz wichtig, sonst endet ihr dort, wo ja, ich geendet habe vor ein paar Wochen, siehe mein Notarzt-Video, wo der Notarzt in meinem Zimmer stand. Ja, das müsst ihr erhitzen, tatsächlich. Bohnen müssen erhitzt werden. Eine harte Lektion, die ich da bekommen habe, aber ja, also Hülsenfrüchte im Winter. Dann wird es interessant. Eier und Milch wird als gesundes Lebensmittel propagiert in der Mazdatzenhahn-Ernährung und ja, mit der Begründung, dass sie ein lebendiges Lebensmittel sind. Ja, mehr oder weniger kann ich dem zustimmen, dass sie ein lebendiges Lebensmittel sind. Die Bewertung dessen möchte ich gleich noch anschließen. Ich möchte erstmal so die Ernährung so generell in den Raum stellen. Gut, also Eier und Milch. Und dann, ganz wichtig, destilliertes Wasser. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, 600 vor Christus, ja klar, konnte man wahrscheinlich auch schon destillieren irgendwie, aber dass das so eine Grundlage ist, also wow. Okay, kommen wir gleich noch zur Bewertung. Und kein Salz, keine Gewürze. Auch das ist so ein Thema, wo, ja, wo man jetzt erstmal nicht sagen kann, das ist jetzt auf jeden Fall was Falsches, also kein Salz und keine Gewürze, das ja, kann man schon machen. Ist halt immer so eine geschmackliche Sache, ne? Aber viele, die jetzt schon länger sich mit gesunden Ernährungsweisen beschäftigen, sind ja immer mehr weg von dem Genuss der Ernährung hin zu ja, einer auch ganzheitlich gesehenen, bewussteren Lebensweise, wo weniger kompensiert werden muss und entsprechend auch das Essen nicht als Genuss herhalten muss, sondern eben funktionell eingesetzt werden kann. Gut, jetzt kommen wir zu meiner Bewertung. Vielleicht, man muss sehen, es gibt gesundheitliche und es gibt ethische Aspekte. Die ethischen Aspekte können wir oder kann ich in diesem Video relativ schnell abhandeln. Also Ethik ist sehr individuell. Der eine empfindet etwas als ethisch vertretbar und der andere findet das nicht. Es gibt natürlich Menschen, die dann sagen, nein, du hast nicht recht, sondern es gibt einen gewissen ethischen Konsens und das ist die Ethik und es gibt keine individuelle Ethik. Ich nehme das gerne so an, für mich gibt es eine individuelle Ethik. Der eine sagt halt, ich finde das in Ordnung und der andere sagt, er findet das nicht in Ordnung. Und von daher, nun gut. Da sind wir also bei Eier und Milch, meine in der heutigen Form auch in der Massentierhaltung. Das war damals natürlich noch nicht so der Fall, aber man stiehlt dem Lebewesen ja quasi die Nachkommenschaft, die Eier. Das machen natürlich andere Tierarten genauso. Sie klauen auch die Eier, um sich halt zu ernähren. Und ja, das muss man selber bewerten. Eierklau, inwieweit das. Und genauso Milchklau, indem man quasi die Muttermilch einem Kind, wofür die Muttermilch da ist, dann wegnimmt. In unserer heutigen Zeit brauchen wir gar nicht reden, denn da werden die Kühe geschwängert. Da gibt es gar keine Kinder mehr, die zu versorgen sind, weil die Kinder werden irgendwie anders abgespeist und die Mutter wird halt ja, immer wieder befruchtet gegen ihren Willen und hochgezüchtet mit solchen Eutern. Und bei den Eiern die Problematik, dass die männlichen Küken geschlachtet, geschreddert werden bei lebendigem Leib, das, da brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn man so das mal ursprünglich sieht, diese mazdatzenhahn Ernährung, dann ja, ist das eine individuelle Beurteilung. Aber auch so ist das natürlich individuell. Der eine findet es vollkommen in Ordnung, dass man männliche Küken schreddert. Ja, also gut. Also aus meiner Sicht ethisch. Was natürlich schön ist an der Ernährung generell, habt ihr ja gemerkt, ist kein Fleisch enthalten, kein Fisch, kein gar nichts. Ne? Also was das angeht. Und ich glaube, ja, da Eierklau, Milchklau, ja, also mit dem Eierklau komme ich mir irgendwie noch, also ethisch ist das irgendwie noch vertretbarer für mich.
Nicht, weil ich jetzt ein kleines Kind wegnehme, sondern weil die Eizellen ja genauso wie bei der Frau, wenn sie schwanger ist, dann weiß man ja erst ab einem gewissen Punkt ist, dass ein Lebewesen was Leid empfinden kann. Und von daher, wenn das alles auf natürlicher Basis passiert, kann ich mich dann auch eher damit arrangieren. Bei Milchkalb sieht das schon anders aus, weil wenn jemand, also wenn eine Kuh, eine Ziege oder ein Schaf Milch bekommt, hat sie ein Nachkommen. Und das bekommt dann nicht die Milch. Das sehe ich dann schon ethisch ein bisschen anders. Gut, das ist die Ethik. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ist gesundheitlich zu sagen zur Matzdatznahen Ernährung? Und damit auch der, ja, quasi der Bogen zu der Frage desjenigen, der mich darum um meine Meinung gebeten hat, um für die Matzdatznahen Ernährung, für die ich mich jetzt erst informieren musste und diese Meinung wirklich jetzt einfach so, ja, relativ, ja, das ist jetzt keine tagelange Recherche, sondern ich habe mir das alles mal in Ruhe durchgelesen und mir meine Gedanken dazu gemacht. Da eben so die meine Bewertung. Also ich halte eigentlich nur ein Lebensmittel für tatsächlich schädlich. Aus all diesen Lebensmitteln, wo man aufpassen muss, ist die Milch. Das liegt an verschiedenen Punkten. Allen voran natürlich, dass das eine Muttermilch einer anderen Rasse ist und damit die Morphine und ganz konkret bei der Kuh die Beta-Casamorphine, dass sie in einer Konzentration vorliegen, die süchtig macht. Und das ist nachgewiesen, ich habe da auch so ein Video schon zugemacht und das führt auch dazu, dass wir sehr lange an dieser Milch kleben bleiben und sehr schwer auf Milchprodukte verzichten können, wenn wir zum Beispiel uns jetzt immer gesünder ernähren wollen und dann implizieren auch, dass da tierische Produkte nicht mit reingehören. Auch das ist natürlich wieder eine Anschauung von mir, ne, dass eine pflanzliche Ernährung gesünder ist. Ich möchte das einfach so als meine Meinung auch präsentieren, ohne da zu sagen, ja, das ist hundertprozentig so. Ne. Und da tun sich viele schwer, die Milchprodukte rauszunehmen. Das liegt eben an den Casamorphin. Und ja, von daher halte ich Milch für ein gefährliches Lebensmittel. Und ja, das sollte man meiden. Bei den Eiern, aus gesundheitlicher Sicht, muss ich sagen, aus dem wissenschaftlichen Konsens, kann ich rein gesundheitlich Eier nicht als ungesund erkennen. Zumindest jetzt im normalen Maß, genauso wie auch ein Brokkoli, wenn ich 6 Brokkolis hintereinander esse, auch nicht gesund ist. Ja, das liegt an den Senfölglykosiden. Aber bei jedem Lebensmittel, auch Wasser, wenn ich zu viel trinke, habe ich zu viel Wasser im Körper. Der Gradient, der Konzentrationsgradient innerhalb des Körpers ändert sich und so weiter. Also jetzt im normalen Maße kann ich nicht erkennen, dass Eier ein ungesundes Lebensmittel sind. Es gibt ein paar Studien, aber es gibt noch keinen wissenschaftlichen Konsens darüber. Bei Milch und Fleisch definitiv. Bei Eiern nicht. Von da aus gesundheitlicher Sicht würde ich mit den Eiern sagen, dass es ja, dass jetzt nichts Schädliches ist. Es gibt auch keine Notwendigkeit dafür, die Eier zu essen. Also in den Eiern ist nichts drin, was man nicht mit den anderen Sachen dann irgendwie zu sich nehmen könnte. Und gekoppelt mit diesem ethischen Aspekt und gerade in der heutigen Zeit mit den Eiern, ja, meine Empfehlung wäre dann, die Eier einfach wegzulassen. So, zum Vollkorn habe ich eigentlich schon einiges gesagt, habe auch ein Video schon dazu gemacht. Das ist ein vollwertiges Lebensmittel. Vollkorn in Rohkostqualität gibt es verschiedene Varianten, wie man das zu sich nehmen kann. Die meiner Meinung nach sinnvollste ist einfach, sich einen Flocker zu kaufen. Ich habe da ein Video auch dazu gemacht, wie man, ja, meine Erfahrungen sind mit einem Flocker, weil man hat den Preis relativ schnell wieder rein von so einem Flocker. Ich verlinke euch vielleicht auch gleich unten den ich habe, weil du bekommst so viele Mineralstoffe, vor allem Mineralstoffe, die rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in keinem anderen Lebensmittel so konzentriert sind. Und das ist schon etwas, was für Vollkorn spricht. Aber wirklich Vollkorn, also nicht irgendwie Vollkorn-Knäckebrot oder irgendwas oder selbst ein gekauftes Vollkornbrot. Weil ein Vollkornbrot, die Definition Vollkornbrot, die gibt es schon bei einem bestimmten Prozentsatz von Vollkorn. Und da ist noch viel anderes drin. Nein, ich rede wirklich vom Vollkorn. Das heißt vom Weizen, vom Roggen, vom Kamut, von allen möglichen, was ihr kennt, Hafer, die ihr so nehmt. Und das ist einfach in den Flocker rein drehen, dann wird das ein bisschen, dadurch, dass das gepresst wird, kann man das ein bisschen besser essen. Man kann das auch noch über Nacht einweichen in Wasser, da hat man so eine Frischkornmüsli und ja, und dann das dann einfach so essen. Und das ist ein gesundes Lebensmittel und da gehe ich vollkommen d'accord mit dieser Matzdatznahen Ernährung, dass das auch einen großen Anteil auch gerne in der Ernährung haben kann. Gemüse, Obst und Gemüse, hatte ich schon gesagt, ohne Diskussion, natürlich Rohkost, Obst und Gemüse, haut rein, ohne Ende. Mit den Hülsenfrüchten,
kann ich auch mitgehen. Kann ich auch mitgehen mit den Hülsenfrüchten. Da gibt es auch keine negativen, sag ich mal, ein negativer Konsens bezüglich der Hülsenfrüchte, dass es irgendwie negativ sein könnte. Zumindest innerhalb auch der Wissenschaft und der Erfahrung der Menschen, denen ich vertraue. Es gibt auch da aus alternativmedizinischer Sicht Menschen, die sagen, hey, Hülsenfrüchte sind nicht gut. Für mich persönlich, meine Bewertung, das kann ich noch nicht annehmen. Destilliertes Wasser ist so eine Sache. Ich halte es für absolut nicht notwendig, Wasser zu destillieren, gerade weil im Destillierungsprozess viele Stoffe, die man ja eigentlich irgendwie rausbekommen will, wie vielleicht auch Medikamentenrückstände oder sowas, eben nicht rausgehen, weil das Einzige, was man mit destilliertem Wasser erreicht, ist, dass das, was schwerer ist als der Wasserdampf, dass das unten liegen bleibt, wie zum Beispiel Schwermetalle. Das wäre ein Punkt, ja, da hilft Destillieren. Aber Medikamentenrückstände, Pestizide und so weiter, die gehen einfach oben in den Wasserdampf mit rein und den hat man dann auch wieder in seinem destillierten Wasser drin. Und die halte ich für wesentlich gefährlicher, weil da diese Antibiotika-Resistenzen kommen können und weil das halt keine natürlichen Dinge sind. So Schwermetalle, die sind natürliche Dinge und teilweise sogar essentiell. In einer zu hohen Konzentration sind sie natürlich schädlich, aber das sind jetzt Stoffe, die sehe ich nicht so Also in einem Trinkwasser, in einem geprüften Trinkwasser, also ich habe mein Trinkwasser auch prüfen lassen, ich habe euch da auch ein Video dazu gemacht, wäre sicherlich alles dazu kommen, in oben zu verlinken, aber gebt einfach, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr meine Meinung wissen wollt, geht auf meinen Kanal, da ist so eine Lupe, da kann man nur auf dem Kanal nach Videos suchen und gebt da den Begriff ein. Oder bei YouTube generell War Spirit und dann das Thema, wo ihr der Meinung seid, dass ihr vielleicht meine Meinung hören wollt. Und entsprechend muss ich sagen, mit diesem destillierten Wasser, das ist für mich jetzt, wer ein Destilliergerät zu Hause hat, klar, schön, super, und da wird auch dann argumentiert, was dann unten, wie das riecht und wie schlimm das ist und wie eklig das ist. Ja, wenn man Sachen extrahiert, ne, und in konzentrierter Form dann begutachtet, das ist ganz schlimm. Habt ihr mal so eine Spinnmilbe oder sowas in Großaufnahme gesehen? Oder sagt ihr, boah, Spinnmilben, das Schlimmste überhaupt. Ja, das wird dann immer ein bisschen überdramatisiert. Ja, also von daher, ist nicht schlimm, destilliertes Wasser. Es ist okay, ne? Super. Die Mineralien, die kriegt ihr genug woanders her. Und ihr müsst auch keine Angst haben, destilliertes Wasser zu trinken. Früher war das ja immer so, in der Schule, trinkt bloß nicht destilliertes Wasser, euer Magen platzt oder sowas aufgrund der Konzentration. Das ist natürlich auch Unsinn. Also ihr könnt schon destilliertes Wasser trinken, alles gut. Kein Salz und keine Gewürze. Ja, ne? Wer an dem Punkt ist, das umzusetzen und damit keinen Stress auslöst, weil er sich Genuss entzieht, obwohl er noch nicht an der Stelle ist, da kann das auch tun, das ist auf jeden Fall auch gesund. Bloß nicht als Dogma. Ich darf jetzt kein Salz und keine Gewürze mehr essen, weil das erzeugt mehr Stress, also erzeugt eine größere Ungesundheit, als wenn man eben ein bisschen Salz und Gewürze dran macht. Meine Meinung. Ja, Mats Datzner an Ernährung. Wir sind alle ein Stück klüger geworden und kennt ihr das? Schreibt eure Kommentare auch gerne zu meinen Bewertungen, wie ihr das bewerten würdet. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, euer Christian. Tschüss.